Der Woke-Streamer Jungfeldsalat hat mich aufs Übelste angegriffen und mir vorgeworfen, ich würde Lügen verbreiten. Das hat er in einer Reaktion auf den Woke-Streamer Neitan gemacht, welcher mich mit übelsten moralischen Anklagen verhört hat. Also er wollte mich in die Nähe von Björn Höcke rücken, hat behauptet, ich wäre ein Rechtspopulist. Also er hat kurzum, er hat Lügen über mich verbreitet, um mich moralisch abzuwerten und als Feind des Woken-Lagers zu markieren. Dann noch gesagt, ich wäre Mitglied in der Siff-Bubble. Siff ist ein anderes Wort für Schmutz. Also ja, ziemlich entmenschlichende Sprache. Das ist aber normal für diese Woke-Bubble, die eben andere Menschen versucht abzuwerten und die ja ihre Feinde regelrecht vernichten bzw. canceln will. Und ja, Jungfeldsalat ist auch einer dieser, also ist auch Teil dieser Woken-Cancel-Bande und hat, wie gesagt, Lügen über mich verbreitet, auf die ich jetzt genauer eingegangen bin, um genau zu sein, in seinem Chat und ihn dafür kritisiert habe, dass er, wie gesagt, Lügen über mich verbreitet. Digga! Ey, das ist wirklich, come on. Moini Günni übrigens, moin. Das passiert. So, man streamt, dann labert man auch manchmal Kacke. Wo habe ich gesagt, ich würde die AfD unterstützen? Naitan hat dir deine O-Ton-Zitate geliefert. In welcher Welt lebt der Edeka Beutigi? Und du hast einfach gesagt, das habe ich nicht gesagt. So, er hatte offensichtlich sich Man vorbereitet und möchte hat immer sich, gerne Beef sehen. und hat sich wortwörtlich die Zitate rausgeschrieben, Mann. Und sagt dir, du hast das gesagt und du sagst, das stimmt nicht. Wir gucken es nach im Danach Stream. kauft mir der Edeka-Mütze auf den Dötz. Zieht's da irgendwie bei dir unter der Mütze oder was? Und es ist, du hast es halt gesagt. 1:1. Hier das verfaulte Salatkopf-Typ Edeka. Ihr gebt euch gerade richtig mal den Sound oder als, ne? Ich merk Also schon. der Chat ist ja wirklich übelst beleidigend. Du laberst transfeindliche Kacke, also geh weg. Transgender breit. Unworkbar. Schlimmer als bei Islamisten, ganz ehrlich. Also. Ehrlich, unfassbar. Was? Du lügst, Junge, ey. Junge, das ist wirklich hoffnungslos. Es ist wirklich hoffnungslos. Digga, du stehst da, vor dir ist eine grüne Wiese und du stehst da und sagst, nee, da ist ein Waldbrand. Das tust du. Du siehst Dinge, die nicht sind und du sagst die anderen Lügen. Wir haben es doch gerade gesehen. Ich fühle mich richtig gegaslightet, so wirklich. Wir haben es aber gesehen. Wir haben es. Nochmal, wo im Video habe ich gesagt, ich würde die AfD unterstützen? Habe ich gerade im Chat geschrieben. Haben wir nicht gesehen. Also Jungfeldsalat lügt hier schlicht und ergreifend. Er verbreitet Lügen über mich, um mich als Feind. Das ist seine politische Strategie, weil er mich offensichtlich als Feind sieht. Gesehen! Frank Thelen ist einfach deutsche Frank Thelen. Lüge, Lüge, Lüge. Danke für 100 Bits, Dosi. Nochmal, wo habe ich gesagt, ich würde die AfD unterstützen? Das hat dir Neidhahn nicht. Also, ich komme da drauf nicht nach. Also da kommt ein Zuschauer gerade mit dem besten Argument, du willst AfD im Medienrat. Also ich will, dass die Rundfunkräte halt die politischen Mehr, also habe ich nicht mal gesagt, dass die politischen Mehrheitsverhältnisse sollen. Ich bin dafür, dass man das staatsfern gestaltet durch zufällige Auswahl aus der Summe aller Bürger. Aber ja, jetzt wird mir daraus, dass ich halt sage, dass das gerade politisch einseitig ist. Also wenn man etwas anderes will, jetzt eine politisch einseitiges Übergewicht des Woken-Lagers, dann ist man Feind und muss gecancelt werden. Also hat Jungfeldsalat gesagt, er hat ja gerade gerechtfertigt, dass Neitan unser Gespräch verlassen hat. Mein Verbrechen war, dass ich mich für freien Diskurs ausgesprochen habe. Also diese Woke-Bubble ist wirklich komplett durch. War das das, was Neid an dir vorzitiert hat? Wir haben nachgeguckt. Überall, wo du gesagt hast, habe ich nicht gesagt, haben wir nachgeguckt und du hast es gesagt. Und jetzt kommst du mit, wo habe ich das und das gesagt? Du könntest auch die Frage in den Chat stellen, wo habe ich gesagt, dass Bäume braun sind? Wo habe ich das gesagt? Hä? What the fuck, Digga? Zeig einen Beleg. Ich hab grad ein Déjà-vu. Ich hab grad ein Déjà-vu. Ich hab gerade ein Déjà-vu. Ja, du lügst einfach, du hast keinen Beleg gezeigt, du denkst dir Schwachsinn aus. Das ist der Punkt. Der braucht keinen Beleg einblenden, weil er keinen hat. Er hat vorhin Stream-Ausschnitte gezeigt, unterstellt, etwas gesagt zu haben, was ich aber nie gesagt habe. Darauf haben wir alles schon im ersten Teil darauf reagiert. Das hier ist quasi der zweite Teil, wo wir jetzt gucken, wie Jungfeldsalat mich gleich in seinem Chat bannen wird, weil ich es wage, seine Ideologie zu kritisieren. Wirklich, Agitator. Ja, Jungfeldsalat blockiert jeden, der nicht seiner Meinung ist. Er macht das vielleicht etwas später als andere Woke-Streamer, aber das ist normal bei diesen Leuten. Was ist da los bei dir? Was ist da los? Zeig einen Beleg, Digga. Wie bei Neitan, zeig einen Beleg. Neitan so, ja, ich zeig. Nein, 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 zeig den Beleg nicht. Nein, mach das nicht. Du hörst einfach nicht zu.
Das wird sein, ja. Ach Mann. Ey, es ist auch ein bisschen traurig, ne? Weil ich wirklich glaube, dass du eigentlich die Smartness besitzt, Fakten akzeptieren zu können und da wirklich tiefer gehen konntest, intellektuell. Ich akzeptiere Fakten, aber ich akzeptiere keine Lügen. Und immer wenn ich versucht habe, intellektuell tiefer zu gehen, wurde ich von Neidern unterbrochen und mir wurde neuer Schwachsinn unterstellt. Es ist auch irgendwie ein bisschen sad, dass ich da solche, doch, das habe ich so nicht gesagt. Und wir sehen es halt, wir sehen es. Nein. Wir sehen es einfach. Das ist einfach schade, Digga. Frank Thelen ist einfach deutsche Frank Thelen. Beleg. Oder an diesem Tisch wird keine Lüge erzählt. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Diesem Tisch wird nicht gelogen. Du hast keinen Beleg. Ich habe das auch nicht behauptet. Das ist einfach so geil, Digga. Wirklich, Mann. Neidern hat das behauptet. Und dafür sollte er einen Beleg zeigen. Das hat er nicht gemacht, weil er eben keinen Beleg hatte. Hier ist unser Mitglied von Schuljungsbande tiltet Floste. Mann. Wo hab ich das gesagt? Wo hab ich gesagt? Agitator, wo hab ich gesagt, dass Bäume braun sind? Zeig mal Beleg. Mein Gott, ey. Wirklich, das ist so unangenehm so. Ey, es ist wirklich keine Schande da drin. Fass dir doch selber mal an deinen hohen Sack und merk doch mal, was da ist. Da sind Eier. Du hast Eier. Neidern hat das gesagt, hat gelogen. Neidern hat dir unzählige Zitate, wörtliche Zitate, weil er die offensichtlich vorher aus... Ja, und da hat er dann etwas reininterpretiert, was ich nie gesagt habe. Also ist das so schwer zu kapieren? So... Wie gesagt, ich glaube nicht, dass Jungfeldsalat dumm ist. Ich glaube, dass ihr absichtlich lügt. Ich glaube, dass er das aus politischer Strategie macht. Dieser Mann hier will mich canceln. Er sieht mich als Feind und will mich hier ja als Feind markieren. Deswegen geht er gerade so vor. Aus Clips. Er hat ja gerade schon gerechtfertigt, dass man mich canceln soll, dass man Gespräche mit mir abbrechen soll. Rausgeschrieben hat oder sein Team vorgelegt und du sagst, das habe ich nicht gesagt. Wir gucken nach, du hast es gesagt. Nein. Jetzt kommst du mit anderen Themen. Das ist auch das, was du schon in der Debatte bei Neidern gerade gemacht hast. Ja, über das will ich nicht reden. Also für die, die gerade erst jetzt dazukommen, wie gesagt, guckt euch den ersten Teil an. Da gehen wir auf seine Belege ein. Es gab kein einziges Mal, wo das, was mir Neidern hat, wirklich gesagt wurde. Neidern hat einfach Sachen aus dem Kontext gerissen und dann etwas reininterpretiert, was nie gesagt wurde. Ja, Walkie-Stil halt, natürlich. Diese Walkies, die wollen abwerten. Sie sehen uns als Feinde. Sie wollen uns aus dem Diskurs ausschließen. Was geht dich das an, wie ich zu politischen Parteien stehe, Junge? Ich fühle so eine politische Debatte und, und du so, was geht dich das an, wie ich dazu stehe? Das ist schon geil, Alter. Dieser, wie gesagt, ich glaube, dass er es absichtlich macht. Ich glaube, dass das seine politische Strategie ist. Also, unser politisches Lager hat selbst zu entscheiden, souverän aus welcher, mit welchen Lagern es kooperieren will und in welcher Form es mit ihnen kooperieren will. Da lassen wir uns von anderen politischen Lagern nicht rein. Reden, sonst machen wir uns von diesen Lagern abhängig. Wenn also das Walker-Lager sagt, nee, wir kennen es in euch, wenn ihr mit denen zu tun habt, dann sagen wir, ist uns egal. Wir reden, mit wem wir wollen, wir koalieren, mit wem wir wollen. Und wie gesagt, ich bin nicht für eine Koalition mit der AfD, aber das hatte ich schon häufig genug gesagt, sondern dafür sich eventuell, wenn das strategisch sinnvoll ist, in Minderheitsregierung tolerieren zu lassen, wie gesagt, andere Frage. Aber wir lassen uns das nicht von irgendwelchen Walkisten vorschreiben. Das ist meine Position. Zitate waren aber ohne Kontext. Wir haben die Zitate nachgeguckt. Wir haben uns den Kontext angehört. Wir haben uns angehört, welche Frage dafür verantwortlich war, dass diese Aussage getätigt wurde. Wir haben es uns angehört. Wir haben es gesehen. Und danach wurde das Thema gewechselt. Davor war es ein anderes Thema und danach. Wir haben den Kontext gesehen. Leute. Wirklich. Was für ein Beleg dafür. Dann gucken wir doch mal weiter. Ihr seid totalitäre Diskursfeinde, das hat man gesehen. Ach ja, Beleg? Musst du erstmal belegen. Beleg das erstmal, Agitator. Das zeigt sich aus eurem Gesamtverhalten. Ich glaube, ich hatte das schon gezeigt. Also Neidern verleumdet mich als Rechtspopulist. Er verleumdet die drei von Real Talk Istas. Wie gesagt, waren ja drei Leute, Star und Outlaw, als Faschisten. Er verleumdet Erwin als Rechtspopulisten. Warum macht er das, um sie aus dem Diskurs auszuschließen? Das ist eine Strategie der Diskurszerstörung, eben weil er nicht über Inhalte reden will, weil er inhaltlich keine Argumente hat. Das ist der ganze Punkt. Ist das nicht so? Das hast du vielleicht reininterpretiert. Die Zuwanderung sind, die Höcke ganz gut finden und sympathisch finden. Mein Gott, ey. Wirklich, ich will gar nicht so sein. Ich will gar nicht so sein, aber Frank Thelen ist einfach deutsche Frank Thelen. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Ihr seid totalitäre Diskursfeinde. Das hat man gesehen.
Danke für 100 Bits Tentakel. Haben wir das noch was geschrieben? Das kam irgendwie nicht durch, ne? Ah doch, vorher auch nochmal 100 Bits Tentakel. Ich küsse deine Lungen. Dankeschön. Der Wokismus wird scheitern. Junge, wie du in den Chat reinschreibst. Ey, ich hoffe wirklich, dass du so in ein paar Jahren... Man merkt, ich kritisiere gerade seine Ideologie und er wird immer genervter. Wie gesagt, ich war gespannt, wie er reagiert, wenn man ihm sagt, deine Ideologie führt zur Zerstörung des Diskurses. Dieses zur Zerstörung des Diskurses. Und ihr habt es ja gerade gesehen, er ist dafür, dass man Leute, die er als Feinde sieht, als Leute, die transfeindlich, also Leuten, denen er Transfeindlichkeit unterstellt, dass man die aus dem Diskurs ausschließt. Das hat er ja gerade ganz offen gesagt. Also er denkt sich einfach aus, der da ist transfeindlich, der da muss gecancelt werden. Haben wir gerade gesehen, und das ist natürlich diskursfeindlich, das ist eine totalitäre Ideologie, beziehungsweise kann man drüber streiten, inwieweit die Totalitarismus-These sinnvoll ist, ist meiner Meinung nach nicht da. Also ich bin der Meinung, jedes politische Lager kann grundsätzlich extremistisch, totalitär, nennt es wie ihr wollt, werden. Das ist immer eine Frage von Gegenseitigkeit. Also mit totalitär meine ich jetzt wirklich nur diese Methoden. Damit meine ich jetzt nicht, dass ich dieser Theorie irgendwie positiv gegenüberstünde. Muss man ja immer dazu sagen. Einfach denkst du, Digga, Frank Thelen ist einfach deutsche Frank Thelen. Was war ich für ein Dulli? Ihr seid totalitäre Diskursfeinde. Das hat man gesehen. Wir gucken gleich, Alter. Ach, Mann. Guck mal, du schreibst in so einen Chat rein, wie so ein AfD-Dulli. Schreibst du hier in den Chat, ey. Der Wokist. Da haben wir es, wie so ein AfD-Dulli. Also ich bin in einem Lager mit der AfD, kommt die gleiche Unterstellung, die von Neiter gekommen ist. Also er sagt jetzt wenigstens noch, wie so ein AfD-Dulli. Was soll man dazu sagen? Diese Wokisten sind doch, die haben doch alle am Ende die gleiche Strategie, weil sie eben, und es muss so sein, weil sie keine sachlichen Argumente haben. Wokismus wird scheitern. Was für Wokismus, Digga. Was für Wokismus. Junge, Junge, Junge. Das macht mich wirklich... Also ich habe so ganz gemischte Gefühle, ne? Tom, danke für die 100 Bits, ne? Frank Thelen ist einfach deutsche Frank Thelen. Küsse deine Lungen. Der Wokismus wird scheitern. Alle macht's der Wagenknecht. Der Wokismus wird... Danke, der Tagel für 100 Bits nochmal. Mit AfDlern kann man im Gegensatz zu euch reden. Ich rede auch mit dir. Digga, das ist halt... Wie soll man denn eine Diskussion führen, wenn man nicht auf demselben Faktenfundament steht? Das ist doch unmöglich. So, das ist so, du erkennst nicht an, welche Dinge faktisch... Du erkennst nicht an, dass, also, was heißt grundsätzlich Faktenfundament? Die Frage ist ja auch, wie gehen wir miteinander um? Und wenn man sagt, alle feindlichen Meinungen, alle, die wir jetzt in unserer Ideologie als transfeindlich verleumden, weil wir das jetzt mal so entschieden haben in unserer Bubble, die sollen aus dem Diskurs ausgeschlossen werden. Natürlich kann man da nicht miteinander reden. Und bezüglich Fakten. Also, wenn jemand sagt, es gibt nur zwei Geschlechter, raus mit dem, transfeindlich, wenn jemand sagt. Also, was soll man dazu noch sagen? Geschehen sind, aus deinem eigenen Mund. Da sagst du, nee, das habe ich nicht gesagt. Wir gucken den Clip, du sagst es. Nein, nein, das habe ich nicht gesagt, Digga. Ich muss davon ausgehen, dass du dir das selber glaubst. Und ich weiß nicht. Das ist irgendwie krass. Das ist irgendwie krass. AfD-Land kann man im Gegensatz zu euch reden. Ja, ja, jetzt habe ich gefragt, Jungfeldsalat, wie viele Geschlechter gibt es? Die Aussage ist schon so, die sagt so viel aus. Diese Aussage von dir sagt so viel über dich aus, Mann. Also. Guck mal, hier jetzt auch die Nachricht, wurde zwar gelöscht, ich sag's jetzt aber trotzdem. Wie viele Geschlechter gibt es? Na, also das ist. Das eine einfache Frage. Sag einfach zwei und das Problem ist gelöst. Das ist immer wieder. Trademark. Die Fakten der Wissenschaft. Ja, definitiv. Die Wissenschaft. Bei dem grundlegenden Anstand, wenn man so über ein Thema redet, Frank Thelen ist einfach deutsch, wenn man irgendwas verspricht. Grundlegender Anstand und Fakten. Ihr merkt, das ist Projektion. Wenn diese Leute über andere reden, dann meinen sie sich selbst. Einfach anscheinend gibt es hier eine Diskrepanz zwischen dem, was der Alligator aka Aggregator aka Agitator aka Quatsch Multiplikator denkt, was er sagt und dem, was er sagt und was andere verstehen. Erstmal Fenster auf Kipp machen. Danke, Dosi, für 100 Bits. Du hast die Frage nicht beantwortet, wie viele Geschlechter gibt es? Das haben wir doch letztens gelernt. Von Mio Trautner. 53. 53. Meine Antwort ist 53, ich möchte einloggen. 42, ja. 88 Geschlechter sind. Soll ich, ich weiß nicht, in so Momenten frage ich mich immer, ist es Gedroll, ist es Gedrolle? Soll ich wirklich mich hinhocken und erklären, wie ein Spektrum funktioniert? Nein, du sollst einfach zwei sagen und die Debatte ist beendet. Also, dass ihr euch bei solchen Fragen überhaupt so geniert,
zeigt doch, wie dumm eure Ideologie ist. Sollte ich mich jetzt wirklich hinhocken und dir das erklären? Meine Güte. Ey, jetzt, du kennst doch unsere Ansicht dazu. Von den Woken, von den Wokisten. Wir sind der Ansicht. Ja, und ich halte sie für komplett bescheuert. Und ich halte auch euer Verhalten gegenüber Andersdenkenden dann nur für folgerichtig. Also wenn man seine Ansicht nicht im Diskurs verteidigen kann, dann den Diskurs zerstören. Völlig logisch. Dass die Wissenschaft Fakten erarbeitet. Die schafft Wissen. Lass mal deine Klinika-Cap ab, lass mal ein bisschen frische Luft an deinen Kopf und wach endlich mal auf, Digga. Wach endlich mal auf. Und da ist ganz klar dargelegt, dass man von einem Spektrum spricht. Und dieses Spektrum, das ist nicht wie ein Getriebe, wo du irgendwelche Zähne zählen kannst, sondern das ist stufenlos, das ist ein stufenloses Spektrum. Was bedeutet das? Kannst du das verstehen, was es bedeutet, wenn du ein stufenlos... Das bedeutet, dass ihr Geschlecht komplett abschaffen wollt. Also ihr wollt das soziale Konstrukt Geschlecht komplett abschaffen. Das ist euer Ziel. Das höre ich jetzt hier. Regiere mich gerne, wenn ich falsch liege. Ich bin immer zu einem Gespräch bereit. Ich bin, wie gesagt, ich bin diskursoffen. Großes Spektrum hast. Weißt du, du bist getimeoutet, aber ich rede dich jetzt trotzdem an. Was bedeutet das? So. Ja, wieso timeoutet man nur Leute, die kritische Fragen stellen? Ich weiß nicht warum. Das ist so dumm. Da es keine Abstufungen gibt, ne, dass es keine Stufen gibt, sondern dass es ein stufenloses Spektrum ist, was ergibt sich da draus? Das ist ja, also da reden wir ja nicht mal von Biologie oder irgendwas, da reden wir einfach nur vom mathematischen Grundverständnis. So, die Frage macht keinen Sinn. Die Frage soll ja darauf abzielen, dass er mich fragt, wie viele Geschlechter gibt's und ich sag, ich weiß, drei, männlich, weiblich und diverse, keine Ahnung. Das erhofft man sich natürlich mit der Frage. Aber ich bin ja nicht blöd, so, ich weiß ja das. Ich weiß ja, also ich hab den Drang, Dinge zu verstehen, bevor ich die als Meinung vertrete. So, und deswegen kann man mich damit nicht aus der Reserve locken. Geschlechter sind ein Spektrum, das ist die Antwort auf die Frage. Das ist eine dumme Antwort. Krank, bitte. Ja, die hast du leider verpasst, die hatte ich gerade schon gemacht. Der Ackergeschlecht, also der Acker. Deswegen, wo viel besser verdeutlichen soll, wie krass du dich verrennst, Agitator. So. Sorry, aber das ist so komplett in die falsche Richtung gerannt. Weg von Wissenschaft. Weg von Konsens. Einfach in irgendeine Richtung gerannt, die irgendwie gerade gut funktioniert. Das wissen viele gar nicht. Wissenschaft beruht nicht auf dem Falsifikationsprinzip. Wissenschaft beruht auf Konsens. Also, schön, was wir hier von unserer von der Twitch-Universität lernen. Oh, das ist so dumm. Jetzt so, das ist einfach, ich finde das so traurig, Digga. Immer wach für ihre eigene Queerness. Und ganz weit weg von jeglicher Form der Empathie, ja. Ja. Ah, zu Leuten, die man als Rechtspopulisten verleumdet, zu denen braucht man keine Empathie. Zu Leuten, die man als wahlweise vollgeschissene Menschen haut oder widerlichen Huren so, was diese Wokies auch schon gemacht haben. Soll man dazu noch sagen? Ja, MT aus HB schreibt es gerade. Der Konsens lautet nur zwei Geschlechter, weil das halt eine relativ zweckmäßige Definition ist, auf die sich also Definitionen können ja nicht richtig oder falsch sein, Definitionen können nur zweckmäßig oder unzweckmäßig sein. Halt zweckmäßig von zwei Geschlechtern auszugehen. Ich kann einfach den Drang, sich ständig über andere Leute Genitalien auslassen zu wollen, nicht nachvollziehen. Das ist doch keine sinnvolle Bewertungsgrundlage für eine Person. Ja. Ja, den kann ich nicht nachvollziehen. Wieso macht ihr Wokisten das die ganze Zeit? Wieso redet ihr nicht über Geopolitik oder über Wirtschaftspolitik? Weil ihr da auch keine Argumente habt, weil ihr da auch eure neoliberale Ideologie. Wenn dann Dara sagt, dass er lieber Christian Lindner als Sarah Wagenknecht wählen würde, was bedeutet das wohl? Dass er für eine neoliberale Wirtschaftspolitik und eine kriegstreiberische Außenpolitik ist. Wenn ihr die ganze Zeit Waffenlieferungen in die Ukraine fordert oder Waffenlieferungen nach Israel oder ja, whatever. Was zeigt das wohl über uns? Was sagt das über euch? Ich will einfach nur verstehen. Nee, eigentlich, ja, ich will es verstehen, aber ich habe keine, aber in einem Privatgespräch vielleicht. Aber ich würde einfach gern verstehen, was einen dazu bewegt. Die Lebensenergie. Schreib mich einfach auf Discord an, Agitator der Marktwirtschaft. Ich erklär dir das auch sogar privat. Also wenn du nicht so unfreundlich sein solltest wie Neitern, dann erkläre ich dir, wie gesagt, solltest du so unfreundlich sein wie Neitern, dann definitiv öffentliches Gespräch. Also dann will ich schon, dass das alles nur öffentlich ist.
die dafür einzusetzen, anderer Leute Identität. Ja, oder Waffenlieferung nach Saudi-Arabien. Das ist ja sowieso der größte Witz. Also wir liefern Waffen nach Saudi-Arabien, damit Lisa Geld für die Kinder hat. Und da macht meine Kinder grundsicher. Und dann hat man die Kinder doch kein Geld, weil man doch diese Schuldenbremse einhalten will. Als hätte man das Volk belogen, um wirklich die dümmstmögliche Rechtfertigung dafür haben zu können, Waffen nach Saudi-Arabien zu liefern. Also das Problem an den Grünen ist ja nicht nur, dass sie unmoralische Politik machen. Das ist ja völlig normal in der Politik. Das Problem ist, dass sie einem die gleiche neoliberale, bellizistische Politik, die man von allen anderen bekommt, hochmoralisch verkaufen zu müssen. Also die gleichen Kriege, die gleiche Eskalationspolitik, die gleiche Umverteilung von unten nach oben, all das wird einem dann, ja, das ist feministisch. Also wir müssen jetzt die Taliban totsanktionieren und dann Afghanistan absichtlich eine Hungersnot auslösen. Nicht, weil das unser geostrategischen Interessen liegt. Nein, wir machen das, weil die Taliban böse antifeministisch sind. Die gehen schlecht mit Frauen um. Ja, stimmt, aber da jetzt die afghanische Bevölkerung tot zu sanktionieren, hilft den afghanischen Frauen trotzdem nicht. Also gesellschaftlichen Wandel in Afghanistan würde es wahrscheinlich eher geben, wenn eine Modernisierung einsetzen würde. Also wir sehen ja, wie es im Iran dank der enormen wirtschaftlichen Fortschritte, die der in den letzten Jahren gemacht hat, trotz der westlichen Sanktionen, wie es dazu im enormen Widerstand der Bevölkerung gekommen ist. Also, dass gerade dieser wirtschaftliche Fortschritt, den solche Sanktionen verhindern, dass der dann auch mit einer progressiveren Bevölkerung einhergeht. Also sieht man ja. Aber wen interessieren schon Fakten, wenn man seine Ideologie hat? Also, wie gesagt, mir fällt dazu nichts mehr ein zu solchen Leuten. Digga, jetzt abzusprechen. Ich habe vorhin schon gesagt, dass wenn das alles von uns Wokisten ausgedacht wäre. Stimmt, die Taliban können doch einfach mal Öl finden, wie es die Saudis gemacht haben, und das dem Westen billig verkaufen und auch nur US-Dollar als Bezahlung annehmen, also Petrodollar. Dann hat der Westen die auch. Solange ich kein Öl in Afghanistan habe, schwierig. Also durch Afghanistan, das wissen viele nicht, da sollte in den 90er Jahren Erdgaspipeline verlegt werden. Und haben die USA die Taliban unterstützt, bei ihrem Kampf in ganz Afghanistan an die Macht zu kommen, damit eben diese Erdgaspipeline von Turkmenistan nach Pakistan verlegt werden kann. Also aus geostrategischen, beziehungsweise auch aus Partikularinteressen. Also ein großer amerikanischer Konzern, der hatte da durchaus Interessen, diese Pipeline erbauen zu können. Kurz nachdem die Taliban einen großen Teil Afghanistans kontrollierten, da haben die USA die dann bombardiert, weil, ja, Meinungsverschiedenheiten, da konnte man sich unter anderem über die Auslieferung Osama bin Ladens nicht einigen. Und dann haben die Taliban gesagt, so, ihr bombardiert uns hier, wir sind ein souveräner Staat, die Erdgaspipeline gibt's nicht. Also dann hatte man die Taliban an der Macht und keine Erdgaspipeline. Und man war auch nicht sonderlich verhandlungsbereit. Also so eine Weltmacht, die lässt sich ja nicht von so einem kleinen Taliban-Regime da sagen, welche Politik sie zu fahren hat. Also hat man die Taliban dann das erste Mal tot sanktioniert. Hat nicht sonderlich viel gebracht. 2001 hat man sie dann beseitigt nach einem brutalen Angriffskrieg. Afghanistan herrschte dann bis 2021 Bürgerkrieg und dann waren die Taliban wieder da. Also nachdem die westlichen schon bevor die westlichen Besatzungstruppen abgezogen waren, hatten die Taliban den Krieg gewonnen. Also das war von vorne bis hinten eine gescheiterte Strategie. Und jetzt weiß man halt nicht, wie man da irgendwie gesichtswahrend rauskommen soll und sanktioniert die Taliban trotzdem noch, aber man kommt da nicht mehr vernünftig raus. Ja. Warum macht man es sich zur Lebensaufgabe, die Leute zu verletzen? Warum? Warum ist das wichtig? Warum gibt es diesen unfassbaren Drang aus gewissen Ecken des Internets, das aufzuzeigen? Nein, du bist keine Frau! Nein, du bist kein Mann! Warum? Wem tut das weh? Niemandem, Digga. Niemandem. Das ist so. Liebe Mods, seid mal bitte nicht so aggressiv mit dem Löschen von Kommentaren. Also, wie gesagt, hier soll freier Diskurs herrschen im Chat. Das kann ich nicht mal im Ansatz nachvollziehen. Ich kann vieles nachvollziehen. Vieles kann ich nicht verstehen und verurteile, wie zum Beispiel, dass Leute sagen, die Türken. Aber da kann ich noch nachvollziehen, dass wenn sie irgendwo angepöbelt wurden, dass das Gehirn macht, alle Türken sind so. Das kann ich noch nachvollziehen, weil da hat man das, weil Leute Angst haben oder sowas. Das kann ich noch nachvollziehen. Aber warum man seine Energie in das Thema investiert, das kann ich nicht nachvollziehen. Es hat keinen Nachteil, es schadet niemandem. Es ist einfach nur in meinen Augen pure Bösartigkeit. Mir fällt kein rationales Argument ein. Viel besser, merkst du selber, oder?
echt gar nicht fassen, wie absurd offensichtlich das ist. Absurd offensichtlich das ist. Obwohl, warte, jetzt hatte ich was reingeschrieben und aus Versehen weitergespult. Wartet. Jetzt, oder? Ist halt auch geil, ich bin nicht rechts, bin links, aber irgendwie komme ich mit anderen Linken nicht auf einen Nenner. Mit den Rechten funktioniert das viel besser, merkst du selber, oder? Ihr seid nicht links. Ihr setzt euch für eine Umverteilung von unten nach oben ein. Also Dara hat, wie gesagt, gesagt, er würde lieber Christian Lindner als Sarah Wagenknecht wählen. Nach eurer Logik wäre der FDP-Fan. Also nach eurer Logik. Ich will die jetzt hier nicht anwenden, aber soll man dazu sagen, ihr seid mit den Neoliberalen verbündet. Eure Ideologie wird vom Großkapital gesponsert. Was soll man dazu noch sagen? Also guckt ihr die Sponsoren der Human Rights Campaign an. Guckt ihr an, wer die Forschung von Kinsey finanziert hat. Guckt ihr an, was das Institute for Strategic Dialogue schreibt und wer da so drin sitzt. Guckt ihr an, wer die Amadeo-Antonio-Stiftung fördert. Das ist jetzt nicht alles graswurzelmäßig entstanden. Ich kann nicht fassen, wie absurd offensichtlich das ist. Absurd offensichtlich das ist. Und man sich trotzdem hinstellt und sagt, nein, so war das nicht. Nein, ich hab das so und so gesagt. Da hast du aus dem Kontext gerissen. Junge, ey. Weh. Als Pseudo-Linke. Mit den wahren DM-Linken kommt er bestimmt klar. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Digga, und ich empfinde mich nicht mal als besonders linksradikal, ne? Linksradikal. Ja, mit Linksradikalen komme ich sehr gut klar. Ich hatte Fabian Lehr bei mir zu Gast, mit dem konnte man vernünftig reden. Der hat einem auch nicht moralische Anklagen vorgelesen. Dem war relativ egal, was wahrscheinlich. Warum konnte ich wohl mit dem gut reden? Also, den würde ich auch jederzeit nochmal zu einem Talk einladen. War wirklich interessant. Also, es gibt vernünftige Linksradikale, mit denen man reden kann. Alle sagen zu mir, ich bin Linksliberaler. So, ne? Und ich werde da irgendwie so als super woke wahrgenommen. Und dabei bin ich einfach nur, ja, das ist der wissenschaftliche Stand. Mehr nicht. Einfach mehr nicht. So, das reicht schon. Das reicht schon, einfach nur zu sagen, ey, wissenschaftlicher Stand, Wissenschaft, voll cool. Das reicht schon, Digga. Ich kann das also manchmal nicht glauben, es macht mich einfach müde. Base. Du bist einfach nur Jon, ja, das stimmt auch, ja. Der hört nicht zu, der mutet und meckert dann, dass auf die Frage nicht geantwortet wird. Deutsche Frank Thiel. Wenn auf die Frage geantwortet wird und er gemütet hat. Kapitalist. Hat er ja bei Nightan Livestream auch gemacht. Was? Ist das eine Copypasta? Dosi, danke nochmal für Linkskapitalist, stimmt. Dosi, danke nochmal für 100 Bitsies, ne? Ich habe auch noch nie einen linksradikalen Immobilienhai gesehen. True auch wieder, ne? Auch wieder true. Ich bin schon ziemlich radikal. Ich würde schon gerne alles brennen sehen. Aber nee, anderen das Linkssein abzusprechen. Ja, hier schreibt es gerade einer in seinem Chat. Transfeinde muten ist Basisarbeit. Also Leute zu canceln, die man gerade als transfeindlich verleumdet hat, wie gesagt, ist eine glatte Lüge. Also 99% der Leute, ich würde wahrscheinlich sogar sagen, fast 100% der Leute, die diese Leute als transfeindlich bezeichnen, sind es nicht. Ja, auch nur die Pseudolinken, das ist so eine Ironie. Du bist nicht wissenschaftsfeindlich, du Woker. Ja, so komme ich mir wirklich manchmal vor. Guck mal, dieser Woke, dieser ekelhafte Woke, Digga, der gibt was auf Wissenschaft. Das ist ja voll Kacke. Du bist links lieber. Ja, wie die in der Biologie vollkommen akzeptierte Definition von männlichem und weiblichem Geschlecht beispielsweise. Oder wie wissenschaftliche Faschismus definiert. Obwohl es da ja tatsächlich große Varianz gibt. Es gibt eher idealistische Faschismusdefinitionen und eher materialistische. Und ich halte es für sinnvoller, das materialistisch zu definieren. Denn wenn du da bestimmte Methoden hast, dann hast du halt sehr viele, also wenn du das an bestimmten Methoden ausmachst oder an bestimmten Denkweisen, also kann man sicherlich auch Unterschiede von Faschisten zu Demokraten feststellen, definitiv. Und deswegen habe ich es ja auch beispielsweise als faschistoid oder faschistisch bezeichnet, Leuten die Grundrechte zu entziehen. Aber dann, ja, dieses Staatsverständnis haben halt auch viele nicht-faschistische Gruppen. All. Ja, ich bin auch, ja, ein bisschen auch. Ganz an dem Juden ist Basisarbeit. Frank Thelen ist einfach deutsche Frank Thelen. Du bist ein Pseudopisser, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Du willst einen Beleg dafür? Deine Kacke, der Gekäpp reicht schon, Digga Kappa. Nach Lanz zu zitieren, aber woher weiß die Wissenschaft das? In welcher Welt? Und wer den aktuellen wissenschaftlichen Stand irgendwie folgt, in meiner Meinung auch los, Digga. Der wissenschaftliche Stand von 1960 und 70, ich meine, einfach viel besser. Ja, viel besserer wissenschaftlicher Stand. Also ganz ehrlich, für die VWL, für die Ökonomie, ja, denn das war viel, viel besser. Da hatten wir noch überall Keynesianismus weit verbreitet. Heute ist das ja alles so neu-keynesianisch-neoklassisch. Also kommt auf. Hier geht. Also ja, für die Ökonomie kann ich das definitiv bestätigen. Junge. So.
Wir gucken jetzt noch ganz kurz, was Nathan zeigt. Das interessiert mich nämlich noch. Und sagen, dass der ganz base die Inhalte hat. Das sind die echten Linken. Wir werden um das Gespräch gebeten. Fragt gerade jemand im Chat, ob wirtschaftliche Themen häufiger behandelt werden. Ja, ja. Es sei denn, ich rede mit den Woken, die weigern sich ja wirklich, die weigern sich grundsätzlich gegenüber irgendwelchen wirtschaftlichen Themen zu reden. Also man kann ja Nathan fragen, bist du der Meinung, dass Twitch Leute canceln sollte? Ich meine, ein kapitalistischer Großkonzern, der hier seine Macht missbraucht, sollte das passieren, sollte der Staat da nicht ein Gesetz erlassen? Ich äußere mich zu, ich rufe TV. Aber was sollst du denn grundsätzlich zu solchen Fällen? Ich äußere mich dazu nicht. Ich bin ja auf Twitch angewiesen. Also, sprich, ich stecke so tief im Hintern von Twitch, dass ich meinen Mund keinen Fall gegen Twitch aufmachen werde. Das hat er hier gesagt. Also das kommt davon, wenn man wirtschaftliche Themen auch nur ganz am Rande behandelt wird. Also jetzt nur Machtmissbrauch eines einzigen Großunternehmens. Schau auf meinem Erstkanal vorbei, wenn du was über Wirtschaft lernen willst. Agitator der sozialen Marktwirtschaft. Nicht auf meinem Zweitkanal. Also habe ich jetzt auch jetzt nicht die systematischen Aufarbeitungen. Schau nicht die Talks, sondern schau die Videos, wo ich mich wirklich mit Wirtschaftspolitik beschäftige. Also kannst du ja durchscrollen, da habe ich gar nicht so viele Videos veröffentlicht. Also auf dem Erstkanal, da kommt nur alle paar Wochen ein Video. Darf ich mal fragen, ich will mir auch ein Tattoo machen. Das Sonnensystem auf den Unterarm, so auf die Außenseite, wie viel darf sowas kosten? Boah. Also ich glaube, ich habe für das Unterarm-Tattoo, was ich hier habe, 350 oder so bezahlt. Da kann es auch, wenn es wenig Motiv ist, viel kosten. Ne? Das wird ja nach Stunden bezahlt. So ein ich sag mal so, Tätowiererin hat ungefähr so ein Stunde. Ja. Kannst ja sagen, wie lange brauchst du? Ne? Gibt auch Tätowierer, ja, 100. Gerne, oder? Oder wurde es schon gemacht? Das ist ein dummes kleines Arschloch, ja, absolut. Ja, aber jetzt ist raus. Absolut. Hat es gut gemacht. Was für ein dummes kleines Arschloch, das ist dieser Respekt. Also ich will da eigentlich gar nicht drauf hinweisen. Also... Diese Leute, Respekt. Was soll man dazu noch sagen? Bin ich. Ja, ist einfach ein Rechter. So, fertig aus. Das ist einfach ein Rechter, durch und durch. Also da kann man, das ist wirklich mehr als eindeutig. So, in allen Positionierungen ist der rechts. Ja, eine vernünftige materialistische Analyse, wo ich dann auf einen Kommunisten, Fabian Lehr, verweise, hab ich auch schon reagiert auf das Video. Die Reaktion kommt auch auf meinem Kanal. Das ist rechts, laut Nathan. Denn wir wissen, nur Nathan kennt sich aus. In allen Positionierungen. Aber wirklich in allen. Ey, es ist so absurd. Fast allen, ja. Nur weil er irgendwie sagt, ich habe so ein bisschen was gegen Neoliberalismus, ist er nicht ein Linker. Nathan News ist Kritik am Neoliberalismus ja auch antisemitisch. Guckt euch mal den Artikel zu den Nachdenkseiten auf Nathan News ein. Also... Fassungslosigkeit nicht umfällt, dann müsst ihr anfangen zu lachen. Also das ist wirklich ganz großes Kino. Schaut euch das nochmal an. Schaut euch das nochmal an. Den hätte ich auch schon mal gezeigt, als es um die Amadeo-Antonio-Stiftung ging. Ja, auch Günni schreibt gerade im Chat, was sind denn Transrechte? Welches Recht haben Transfrauen denn nicht, was ich habe? Welches Recht haben Transfrauen nicht, was ich habe? Also das ist ja schon eine bescheuerte Formulierung, Transrechte. Also das Woke Framing übernehmen, wie gesagt, ich spreche ja immer von Opfergruppen, beziehungsweise marginalisierten Gruppen. Da setze ich ja immer schon Anführungszeichen durch, um klarzumachen, dass ich dieses Framing an sich ablehne. Danke, 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 Hajo. Ist das nicht der mit diesen furchtbaren Watson? Ja, genau. Also so ekelhaft auf so einem Ausweisdokument zu beharren, ne? Also genau. Einfach auf so einem Scheißstück Papier zu beharren. Und deswegen einer Frau ihre Identität absprechen zu wollen, da möchte ich einfach, wenn du gesagt das hast, ist Digga. Mir dann einfach wirklich viel zu widerlich. Es hat halt was mit minimalem Anstand zu tun, Digga. Wenn das und nicht also stimmt. Das meine ich damit, ne? Das sind halt Rechtspopulisten. Ja, eben wurde ich als Arschloch bezeichnet. Ich weiß, minimalem Anstand. Ich halte euch ehrlich gesagt für intelligent, dass ihr das für intelligent genug, als dass ihr das selbst erkennt. Ich unterbreche. Und ich finde es nur ziemlich witzig. In die Arbeiten der also Leute das selber nicht merken. AfD zu. So, wir hören uns kurz an. Was können wir zum Beispiel, könnten wir kurz das uns hier mal anhören? Wollte ja nicht, dass ich das abspiele. Eigenen Aussagen, so, wie kann man denn da nicht hinten dran stehen? Das ist irgendwie, da denke ich immer, das ist doch unfassbar. Thomas. War dauernd rumgeschrieben, Digga. Das ist da, sagen, abgespielt werden, dass man, das plötzlich based wäre. Also,
Haben wir das? Paul hat mich viel zu sehr gerade. Oh, ja. Du hast schon gesagt, dass er für dich einer der, was war das Wort, gemäßigteren oder zumindest besseren AfDlern oder sympathischeren AfDlern wäre. Fand ich ganz gut, weil ich da schon auch ähnlich sehe. Also inhaltlich. Ja, genau. Ja, inhaltlich. Ja, inhaltlich. Da ging es gerade um Wirtschaftspolitik. Ihr könnt euch das Gespräch mit Real Talk ist das ansehen. Ja, Outlaw ist gerade im Chat. Ich bin bei denen auch, mache ich mal ein bisschen, bin ich morgen auch im Stream zu Gast bei den dreien. Oder mal gucken, ob es wieder drei sind, sehe ich ja dann. Ja, da sehen wir uns dann eh. Wie so ein kleines Kind. Digga, es ist halt wirklich. Da kommt, weißt du, ich finde, das ist immer dieses typische Ratespielen und die denken, die können einen so oft aus der Reserve locken mit so Fragen, genauso wie vorhin, wie viele Geschlechter gibt es. Ich beantworte die Frage akkurat, was kommt? Nix mehr. Dann habe ich die nächste Frage gestellt, mit der man vielleicht irgendwie einen Punkt hat. Ja, es ist halt, das ist, Junge. Ja? Nalta hat sich leider wieder blamiert. Er ist nicht auf demselben Level wie der Akitaro. Das kann nicht dein Ernst sein. Chillt mal, sag schon mal nicht so viel. Ich will dazu was sagen. Das ist so lustig. Ach, da hat man also leider keine Beleidigung oder Tanzradikal so drin ist. Zugelegt. Easy. Nathan ist nicht auf demselben Level wie der Akitaro. Ich finde nicht, dass Nathan sich blamiert hat, aber du hast auf jeden Fall recht, dass die nicht auf demselben Level sind, Digga. Weil der eine hat wörtliche Zitate angebracht, wollte über diese Aussagen diskutieren, wollte das faktenbasiert. Ja, der eine hat Lügen über den anderen verbracht und wollte dann, dass der andere moralisch schuldig bekennt oder dafür entschuldigt, die Regenbogenflagge anbetet. Also ja, so funktionieren Diskussionen. Also diese Wokisten sind wirklich komplett durch. Also man kann diese Ideologie wirklich nur, wenn ich jetzt bekämpfen sage, wird mir wieder irgendwas unterstellt. Man kann wirklich nur gegen diese Ideologie sein und nicht dafür. Angehend, Neitan und die andere Seite. Also es ist kein dazwischen möglich. Also ihr könnt mit diesen Leuten keine Kompromisse machen. Das muss euch klar sein. Was ist denn wieder mit... Wir gucken gleich mal nach. Er hat ständig geschrien und wollte auf keinen Fall, dass irgendwelche Aussagen wiedergegeben werden. Ja, das ist schon wirklich ein unterschiedliches Level. Frank Thelen ist einfach deutsche Frank Thelen. Machen wir kurz Faktencheck. Warte mal, Meinung zu. Er ist nicht auf demselben Level wie der Agitator. Ja, das kann doch keiner ernst meinen. Ich frage mich dann, haben wir dasselbe gesehen? Haben wir dasselbe gesehen? So? Das ist... Digga. Da hast du ja vorhin schon gebracht, ich war ja da noch nicht da. Ayo schreibt gerade, er hat absolut recht, nur halt verdreht. Ja, alles, was diese Leute sagen, ist Projektion. Das sagt Proletopia immer und man kann es nicht häufig genug betonen. Alles, was diese Leute sagen, ich höre meine Stimme. Ach so. Ich dachte jetzt, scheiße, wieder was mit dem Mikro? Nein. Vielleicht ganz kompakt mal so, für Peter. Also, er ist nicht dran. Das ist komplett gelogen, Jan Feldsalat. Was ist komplett gelogen? Anti-Neoliberalismus, a.k.a. Zweitaccount vom Agitator. Oh Mann, ey. Transatlantisch, er ist nicht neoliberal. Also scheint er nicht zu sein. Wie gesagt, ich würde mir wirtschaftspolitisch mehr Details wünschen. Er hat einen guten strategischen Blick. Und ja, Anti-Neoliberalismus, der ist auch häufiger hier in meinem Chat. Zweitaccount vom Agitator, definitiv. Es kann gar nicht sein, dass eine ähnliche Meinung hat wie ich. Das muss ein Zweitaccount von mir sein. Also, die mir da beim Talk zugeschaut haben oder die 7000, die sich später angesehen haben, allein auf Twitch. Keine Ahnung, was mit denen ist. Das sind wahrscheinlich alles meine Zweitaccounts gewesen. Ich habe da ganz schön viele von. Wissen viele gar nicht. Habe ich mir so eine Sammlung von tausenden Zweitaccounts angelegt. Wie gesagt, also diese radikalen Redenäußerungen, die wir gehört haben und so sagt mir jetzt nicht so zu, aber ich habe jetzt inhaltlich noch nicht so Schlimmes gehört, dass ich sagen würde, mit dem darf man nichts mehr zu tun haben, sondern ich finde, er ist einer der vernünftigen Anti-Neoliberalismus streamt selbst als Teil der Schwurbelecke. Also Schwurbelecke, wer den Kanal noch nicht kennt, schaut da gerne mal vorbei. Die hatten auch schon einige Streams. Na? Agitator? Nein, das habe ich nicht gesagt. Hat er gesagt. Hab ich auch nicht. Oder, der hier war auch gut. Was habe ich im Gespräch gesagt? Es ging um Wirtschaftspolitik. Stimmt, mein zweiter Account heißt nicht der Agitator. Es gibt tatsächlich sogar einen Account, der heißt Agitator. Das bin ich nicht. Keine Ahnung, wer das ist. Was ist denn das hier für ein Fascholaden? Ich hoffe mal, dass du das nicht ernst meintest.
Sollte das ernst gemeint sein, weg mit dir. Das sprichst du meine Identität ab. Ich bin eine Frau und nicht Agitator. In erster Linie bist du mal ein kompletter Dulli, also sorry. Ein Fan des Faschisten Höcke und bist gegen Migration. Aha, so langsam fügt sich hier alles zusammen. Du wirst hier heute noch gecancelt, das sage ich dir. Du wirst morgen keinen Kanal mehr haben. Dann war ja, da hätte auch schon mit seinem zweiten Kampf und sich in der dritten Person. Das ist so witzig. Ach Mann. Ich habe gesprochen, also ich kann mit jedem reden. Dulli, wieso? Ist es so schlimmer, FDP oder AfD? Ach, das ist jetzt noch eine wichtige Frage. FDP. Ey, wirklich, ich weiß nicht, gerne Beef sehen. Ich weiß wirklich nicht, was trauriger ist. 10 Minuten zu warten, das hat Ellie gerade auch geschrieben, bis der Timer abgelaufen ist, um dann einfach weiter zu provozieren. Oder nachdem man dann gebannt wurde, weil man wiederholt von den Mods auf hingewiesen wurde, solche Narrative nicht zu verbreiten, sich bannen zu lassen und dann aber mit einem zweiten Account reinzukommen und sich selber in der dritten Person zu reden, Digga. Also Gott. Wirklich, diese Leute schreiben von Anstand, da hat gerade wieder einer in den Chat geschrieben, Edzinans Woche, verpiss dich, du Schimmel. Was soll man dazu noch sagen? Ich hatte anfangs noch gedacht, dass es wirklich ein Creator auf Augenhöhe, aber da ist ja gar nichts mehr zu machen, Digga. Also resistenter gegen Fakten, das habe ich. Es ist so krass, ne? Weil ich habe nicht erwartet und wurde trotzdem enttäuscht. FDP findest du schlimmer, weil sie noch neoliberaler sind, nehme ich an. Die finde ich sogar schlimmer als die Grünen, ja. Das ist, also die Partei, wo ich. Ja. Das sind die richtigen Linken, muss man wissen. Das sind die richtigen echten. Also denk mal, was wirft Nathan mir hier gerade vor? Ich exerziere es jetzt nochmal vor. Er wirft mir vor, dass ich eine andere Einstellung zu anderen Lagern habe als er und wenn er jetzt daraus konstruiert ist, dass ich dann zu diesen Lagern, die er nicht mag, gehören würde. Völliger Schwachsinn, aber ist in Nathans Kopf oder ja, es ist politische Strategie. Ich will hier jetzt gar nicht ihm Good Faith irgendwas unterstellen. Er macht das aus politischer Strategie. Er macht das, weil er mich canceln will. Das ist völlig offensichtlich. Salatkopf-Typ Edeka. Ich weiß nicht, Herr Björn Höcke vernünftig zu finden, ist für mich linke Basisarbeit. Also Linken. Weiß nicht, was die alle haben. Morgen ein Video gegen dich, worauf Brolle und Nemesis und Co. reagieren. Das kann gut sein, ne? Sollen sie machen. Achso, ja hier, das hat er ja angeblich auch nicht gesagt, ne? Das können wir uns auch kurz angucken. Hat er ja auch angeblich gar nicht gesagt. Also das ist aber wirklich so wild. Egal. Naja, alles, was wir von der Wagenknecht-Partei gerade mitbekommen haben. Antineoliberalismus ist nicht Agitator, wollte ich mal klarstellen. Ja, aber ganz ehrlich, das juckte mich doch nicht. Es juckt mich nicht, so. Da kommen jetzt die Leute rein und versuchen da jetzt irgendwie einen Punkt zu machen, ne? So obvious, aus welcher Richtung die Leute kommen. Und ob das jetzt wirklich so ist, ob der das ist oder nicht, das juckt mich ja gar nicht, ne? Woke-Bubble gibt es nicht, die kann man nicht definieren. Wie gesagt, ich habe ziemlich klare Kriterien gelernt, die auf euch alle zutreffen, aber alles auf die. Ist so dumm. Allein die Vorstellung, dass das sein könnte, ist schon witzig. Hier dieses Bündnis Sarah Wagenknecht. Nächste Lüge, jetzt haben sie dich. Wurde ja immer konkret gesagt, wir werden nicht mit der AfD koalieren. Ich meine, deren einer Typ da, der da gesessen hat, hat konkret auch gesagt. Ich verstehe auch gar nicht, wo das Problem ist. Solange ich keinen Ausweis sehe, wo drin steht Name Antiliberalismus oder Name Agitator, dann ist das für mich sowieso nicht gültig, ne? Dann kann das jeder sein. Ne? Wir haben doch vorhin vom Agitator gelernt, das muss im Ausweis drinstehen. Dass sie die Partei gegründet haben, weil die AfD so stark ist. Alter, das war ja in der Pressekonferenz eines deren Kommentare. Mhm. Das hat sich da eine vorgestellt sogar. Ja, aber das beruht auf Gegenseitigkeit. Also Alice Weidel hat auch schon gesagt, dass eine Koalition mit der Wagenknecht-Partei ausgeschlossen ist. Und zwar bevor die richtig viel Kontext jetzt auch, ne? War. Also da gibt es einige Politiker, die da offener waren, wie beispielsweise Björn Höcke, aber da scheint Wagenknecht auch nicht so zugetan zu sein und es ist strategisch, ich weiß nicht, wie ich das bewerten soll. Das müssen letztlich natürlich die Landesverbände entscheiden, wie sie mit denen zusammenarbeiten. Und ich würde ehrlich gesagt sagen, dass eine Minderheitsregierung wahrscheinlich besser wäre. Also entweder, dass man eine AfD-Minderheitsregierung toleriert oder dass man sich... Dass man eine AfD-Minderheitsregierung toleriert? Ja, was habe ich gesagt? Ich habe genau das gesagt, was ich im Gespräch gesagt hätte, dass ich es gesagt habe. Also okay, da kam jetzt ziemlich häufig das Wort gesagt vor, aber exakt das wiedergegeben, was ich gesagt habe. Und Nathan hat mir was unterstellt, was ich nie gesagt habe. Nämlich, dass ich Koalition mit der AfD befürworten würde. Das ist unfassbar. Also diese Leute widerlegen sich durch das Zeigen dieser Clips selber. Wie gesagt, ich hatte gesagt, erstens, ich war davon ausgegangen, dass Nathan die so zusammenschneidet, dass er das irgendwie manipuliert bekommt. Eigentlich mal das hat er geschafft. Obwohl er es schon versucht hat, hat er endlich mal das geschafft.
Das ist so unfassbar. Wokies diskriminieren Minderheiten, weil sie was gegen Minderheitsregierung haben. Agitator, das habe ich nicht gesagt. Hat er gesagt. Unfassbar, unfassbar. Aber ey, ist auch wieder aus dem Kontext gerissen, ne? Also, Naitan hat das natürlich aus dem Kontext gerissen. Naitan hätte natürlich 2 Stunden Debatte gucken müssen und zeigen müssen im Stream, dass auch jeder den vollen Kontext versteht, ne? Ja, der volle Kontext. Nee, da braucht man nicht mal einen Kontext. Also, ich habe genau das gesagt, was ich auch später im Gespräch von Naitan dann bestätigt habe. Das ist unfassbar. Ist auch wieder unfair von Naitan gewesen gerade. Oder wie ist es? Hat gerade wieder geschummelt. Sich halt tolerieren lässt von anderen, also und sich dann die Mehrheiten zusammensucht. Ja. Also. Minderheitsregierung. Jetzt schon mit Neid an, jetzt fängt Youngfeld auch noch an. Regierung AfD tolerieren ist auch, ne, das sind die richtigen, echten Linken auch. Und, Unsere Maxime, ran an die Arbeit. Aflat Major, danke für die Unterstützung. Danke dir für 25 Euro, vielen Dank. Euronen. 3. Dramatisch ist, wenn die nächste Generation gleich in den Schulen damit indoktriniert wird. Dazu muss man natürlich auf das Mediensystem noch Einfluss nehmen. Also ich wäre grundsätzlich für eine Reform der Öffentlich-Rechtlichen. Ich sehe aber, dass das politisch sehr, sehr schwierig werden wird, da halt alle Bundesländer mit am Tisch sitzen, die Bundesregierung und die Medienstaatsverträge neu zu verhandeln, sehr schwierig sein wird. Deswegen halte ich es für politisch leichter durchzusetzen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk komplett abzuschaffen. Ich habe das nie gesagt. Ja. Habe ich nie alle also gesagt. Der weiß nicht, was wir da gerade gesehen haben, aber Agitator hat das auf jeden Fall nicht gesagt. Also die sind zu blöd, um mir zuzuhören, kann das sein? Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Hat er mich jetzt eigentlich schon gebannt in seinem Chat? Ich habe das gar nicht so. Ich kann auch einen Dreiteiler machen. Dann mache ich gleich nochmal eine YouTube-Aufnahme. Aber hat mich noch nicht gebannt, oder? Meister, ne? Er ist halt einfach der Cancel-Meister. Er will alles canceln, was nicht rechts ist. Naja, merkwürdig. Das ist ja auch sehr, sehr überraschend für den Rechten, dass er irgendwie alles cancelt. Also er will nicht, dass der Staat Propaganda schaltet und Einfluss auf den öffentlichen Diskurs nimmt. Er ist der Cancel-Meister. Wie gesagt, ich habe ja auch gesagt, was ich mir ideal im öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorstelle, wenn ich keine Ahnung darüber entscheiden könnte. Aber das Ding ist, man kann darüber nicht entscheiden, sondern man kann sich in Landesparlamenten nur ich wollte gar nicht, dass er diese Vorwürfe gegen mich vorliest. Ich hätte wahrscheinlich sagen müssen, okay, du hast mit allem recht, was du gerade sagst, lass uns über das Thema reden. Das wäre wahrscheinlich der souveränere Umgang, weil jeder weiß, dass er lügt. Also, wie gesagt, ich wollte über diese Vorwürfe eigentlich gar nicht reden. Ich wollte nur die gröbsten Lügen kurz richtigstellen, um mal wieder zum eigentlichen Thema zurückzugehen. Canceln möchte. Das ist ja auch immer das Witzige, dass von der rechten Seite immer Cancel Culture so vorgeworfen wird. Und dabei sind gerade rechte Parteien und alle doch die, die was verbieten wollen, die den Leuten verbieten wollen, wie sie zu reden haben, die den Leuten irgendwie verbieten wollen, welche Drogen sie konsumieren dürfen, die den Leuten, also wenn irgendwas verboten wird, dann kommt das halt auch immer von rechts. Das ist Verbotskultur, das ist Cancel Culture. Ich bin übrigens für die Legalisierung von Cannabis, nur mal so. Auch das habe ich immer gesagt. Und bei anderen Drogen, ja, da fände ich direkte Demokratie am besten. Also ich bin jetzt Drogen am oder Föderalismus. Also da sollte meiner Meinung nach jedes Bundesland entscheiden, wie es das regelt. Da gibt es ja jetzt schon gewisse Spielräume. Das würde ich ausbauen. Also wenn in Bayern eine konservativere Drogenpolitik gefahren wird als in Berlin, dann ist das gut und richtig. Also ist ja in den USA auch so. Kultur, also bitte, was man da immer den Linken unterstellt, ja, das wird halt von rechts viel krasser ausgelebt. Denke, da reicht's doch schon, wenn Schoko Nikolaus im Supermarkt steht und nicht Schoko Nikolaus heißt, dann kommt direkt die rechte Cancel Culture, das ist nicht mehr mein Edeka. Bro. Hör ich Schoko? Ja, Schoko Kroko. Steht so ein Schoko Kroko und hat nicht Weihnachten draufstehen. Was nicht rechts ist. Ja. Und ja. In welcher Welt lebt der Edeka Beudigi? Also ganz ehrlich, was ist das für ein grenzdebiler Strohmann? Also wer regt sich darüber auf, wenn dann Schoko-Nikolaus Schoko-Weihnachtsmann heißt? Also das ist so dumm. Das war sehr passend. Also der ist halt ein Rechter. Was willst du machen? So, hier ist noch sein Tag zu Migration. Ist auch ganz interessant. Ach, bevor wir den Chat gucken, ganz kurz, ne? Morgen hier auf dem Kanal, 20 Uhr, in Fight Royal. Wir führen die Debatte-Show, Celos und. Wir haben griechische Staatsbürgerschaften gehabt, Arbeitnehmerfreizügigkeit und werden auch zu Europäern. Hast du mal bei Edeka gearbeitet? Das war eigentlich auf irgendeinem so Ding. Von der Türkei. Moment. Konsequenz, wenn sie diese Heimat verlieren? Ja. Migrationsströme, noch ein Nöcher nach Europa. Die würden dann eben in ihrer Verzweiflung den Libanesen vertreten. Schwimpel, danke dir für 25 Euro, dir vielmals für die Unterstützung. Wo landen diese Libanesen? Die landen erstmal in der Türkei. Von der Türkei ist es nicht mehr weit nach Europa.
Ja, es sind ja selbst jetzt hab. Wenn es im Libanon Krieg gibt, dann landen die Flüchtlinge in Europa. Und was sollte man eventuell machen, um das zu verhindern? Dafür sorgen, dass es im Libanon keinen Krieg gibt. Sich im Nahostkonflikt für friedliche Verhandlungen ist das keine linke Position, für friedliche Verhandlungen zu sein. Dafür zu sein, dass man zwischen Hezbollah und Israel erstmal vermittelt. Also die Hezbollah, die hat da ja immer wieder mit Krieg gedroht, angesichts des israelischen Vorgehens im Gazastreifen. Ist das jetzt keine linke Position? Habe ich auch in einigen Artikeln schon gelesen, diese letzten Wochen. Es sind ja bereits schon seit dem 7. Oktober auch einige aus Palästina hier angekommen, in Deutschland schon, ja. Viele Schwächen, jetzt auch nicht gerade wenige. Gut, ich habe keine Ahnung, Haushalt. Keine Ahnung, ja, also das ist einfach, also ich habe gar keine Ahnung von so In der Tank, die ist Dank für 5? Die meiste ist nicht spaßig. Gott, MS, auch danke an Dirk für 2 Gifts. Die meiste ist nicht spaßig. Jetzt im Nachhinein finde ich ganz, aber es ist auch manchmal nicht spaßig. Die meiste. Warte. Jetzt im Nachhinein. Die Subgifts von Nightline habe ich dazu gebracht. Sorgt mit den ganzen Demos und so weiter und so fort, weil diese Leute werden sich natürlich da irgendwie für ihre Interessen dann auch einsetzen wollen. Wenn da in ihrem Land da halt die Hütte brennt, ne? Ja. Also man hat es ja in Syrien gesehen. Wenn in dieser Region ein Krieg tobt, dann landen halt Flüchtlinge mitunter auch in Europa. Ja, das ja. Haben Land. Wir gesehen. Und als die Flüchtlinge in Griechenland waren, also als sie, da konnten wir ja nicht mehr viel machen. Demos schlimm, ja. Wie bitte? Schlimm so Demos. Sie, Wichser. Danke, Hobbs. Ich verstehe die Tierwelt nicht. Ist einfach für 100 Bits. Danke. Kurze Haare. Dosi, danke, ne? Also dieses nervige Gespende, sollte ich das irgendwann bei mir aktivieren, dann erwartet bloß nicht, dass ich hier irgend so einen komischen Firlefanz einblende. Das ist ja furchtbar. Super schwer, die wieder loszuwerden, selbst wenn du jetzt eine richtig harte Migrationspolitik willst. Das heißt, das Beste ist erstmal alles dafür zu tun, damit möglichst keine Flüchtlinge entstehen. Und in unserer unmittelbaren Umgebung, Syrien, Israel, da hat die Europäische... Eieieiei. Ich hab schon komplett den Faden verloren. Overkill. Die loswerden, der ist halt ein Rechter. Natürlich sagt er, der will die loswerden. Ja, so kommt es nämlich raus, von wegen. Also, Neidhardt ist nämlich ein Kapitalist. Ich bin dafür, dass dass es einen Verhandlungsfrieden gibt. Also diese ganzen Alerts, das war ja gerade mega nervig. Aber ich bin dafür, dass es einen Verhandlungsfrieden gibt und er will Migranten loswerden. Ich habe nur gesagt, es wäre schwer, sie loszuwerden, wenn man es wieder wollte. Also wenn sie erstmal da sind, dann würde ich halt sagen, die legal hier sind, integrieren, die nicht legal sind, ja, wieder weg damit. Also ist das jetzt eine falsche Position? Wer legal einreist, wer hier Anspruch auf Asyl hat in der EU, der soll sich hier auch, der soll sich hier bewegen dürfen. Aber wer nicht legal hier einreist, ja, ist dann halt was anderes. Allein durch ihre wirtschaftliche Macht, also hätte sie... Moment, das ist ein ganz wichtiger Punkt hier. Super schwer, die wieder loszuwerden, selbst wenn du jetzt eine richtig harte Migrationspolitik willst. Das heißt, das Beste ist erstmal alles dafür zu tun, damit möglichst keine Flüchtlinge entstehen. Und in unserer unmittelbaren Umgebung, Syrien. Ja, das ist erstmal eine korrekte Aussage, dass wir alles dafür tun sollten, dass Menschen überhaupt nicht in die Situation geraten. Danke, das sage ich die ganze Zeit. Warum muss man mir dann unterstellen, ich wäre ein Rechtspopulist? Nur kann man halt außenpolitisch halt nicht alles steuern von einem Land aus oder so. Das geht ja nicht. In Israel, da hat die Europa. Das ist immer zu einfach gedacht. Sanktionen aufheben, Druck auf die Türkei, Saudi-Arabien und die USA machen. Vor allem auf die USA und im Nahostkonflikt Druck auf Israel machen. Das ist eben, was Palästinensern verhandelt. Jetzt müsste man das einfach nur machen. Ja, geh doch mal dahin und mach doch mal das. Das ist übrigens die Position der Mehrheit der Welt im Nahostkonflikt. Also da gab es zahlreiche Resolutionen der UN-Generalversammlung. Das ist nichts Neues. Also Deutschland ist eines der Länder, das da auf Eskalation setzt. Krieg mehr ist, dann brauchen wir auch die Flüchtlinge nicht. Als wäre das so eine easy Sache. Okay, Digga, ist mir egal, ob ich einen Shitstorm bekomme. Ich bin vorhin reingekommen und finde das Thema etc. normal eine Minute. Und ist auch rein. Die Neoliberalen, dass er sagt, die Ärmsten. Nee, bis, findet die auch wieder statt. Ihr nehmt die Flüchtlinge auf, da bekommen wir exakt die. Wir sind hier. Also, falls ich es nie mitbekommen habe, Schlomos Kanal wurde auf YouTube gesperrt und das ist natürlich ein völlig übertriebener Eingriff in die Meinungsfreiheit. Sowas dürfte es in einer freiheitlichen Demokratie eigentlich nicht geben in der Form. Jo. Hier spreche ich mich für Meinungsfreiheit aus, das ist für diese Leute mittlerweile auch schon ein Verbrechen, das ist unfassbar. Was soll man dazu noch sagen, das sind Feinde der Meinungsfreiheit, diese Leute. Junge, Twitch ist nicht der Staat! Ja. Das ist eine einzige Katastrophe, was hier passiert. Ja, der Staat lässt einen kapitalistischen Großkonzern hier die Meinungsfreiheit einschränken oder trägt mit Gesetzen wie dem DSA oder dem Netzwerkdurchsuchungsgesetz sogar noch dazu bei. Also der Staat erlässt, der Staat müsste Gesetze für die Meinungsfreiheit erlassen, meiner Meinung nach. Also er müsste Twitch verbieten, Streamer zu sperren einfach, ohne dass es ein Gerichtsurteil gibt.
Nein. Das kann doch nicht sein, Mann. Der hockt sich da hin und redet den ganzen Tag über Politik, aber weiß nicht, dass die Einschränkung der Meinungsfreiheit nur vom Staat ausgehen kann. Meine Güte, ey. Ja. Das sind Linke. So, zu sagen, nein, diese Macht, die kapitalistische Großkonzerne haben, die habt ihr überhaupt nicht. Also, die können die Meinungsfreiheit gar nicht. Also, das ist übrigens anders. Also, deutsche Juristen, die jetzt nicht dafür bekannt sind, die progressivsten Positionen zu haben, sind weiter links als Neitern oder Jungfeldsalat. Es ist zeichnend. Schauen wir mal, was Shuyokan noch so geschrieben hat. Also, was hat sie denn geschrieben? Hass und Hetze, Hass und Hetze. Hass und Hetze. Einfach drüber scrollen, nichts lesen. Einfach Hass und Hetze natürlich. Ja, ich glaube, Dave Ocelot, Alerta, Tilted Floste, Hass und Hetze, ja. Was soll ich von solchen Leuten dann erwarten? Ja, naja, okay. Wenn ein Unternehmen wie Twitch ne, fast eine Monopolstellung erreicht hat, kann man da. Bei dem dauert das ist jetzt wirklich nicht böse gemeint, aber bei ihm scheint das Denken wirklich etwas länger zu dauern. Sich total überheblich dahinstellt, sagt nur, der Staat kann Meinungsfreiheit einschränken. Und im zweiten Schritt, ja, okay, Twitch kann das wohl auch irgendwie. Was soll das? Denk doch nach, bevor du dich äußerst. Davon ausgehen, dass, ich weiß. Wenn die zwei Juristinnen schon, ja, Juristen Neuestes machen, genau. Ja, okay. Aber praktisch gesehen. Tentakel, willst du es uns nochmal erklären? Willst du nochmal reinkommen? Oh Gott. Erklär uns, wer die Meinungsfreiheit einschränken kann und wo es Ausnahmen gibt außerhalb des staatlichen Verfügungsraums. Möchtest du nochmal reinkommen? Nee, muss gerade nicht. Seht ihr einfach dies durch. Und jetzt sag ich. Hast du eigentlich schon ganz gut erklärt. Ja, also, erstmal klären. Also nochmal ganz kurz wegen der Meinung, wie es andere lag, kein eingeschränkt ist, pauschal zu behalten. Ein weiterer Beleg für diese totalitäre Geisteshaltung. Ich weiß nicht, was man mit solchen Leuten. Ist man hier pro Neitan gegen ihn oder neutral? Also natürlich haben wir eine Grundsympathie gegenüber Neitan, weil Neitan halt auch auf base Meinung vertritt, so, ne? Vegan und queer-friendly und so weiter. Das hat sich ja überhaupt nicht gezeigt in den letzten Stunden. Aber wir gehen in jede Debatte immer so unvoreingenommen rein, wie es geht. Also was heißt wir? Ich kann nur für mich sprechen. Und aber hier war es eigentlich relativ schnell klar, in welche Richtung das vom Agitado ausgeht. Und da war das dann auch schon vorbei, ne? Binnmann, moini. Militäre Geisteshaltung, na klar. Machen soll. Man sollte sich ihnen entgegenstellen, wenn man sie sieht. Man sollte sie argumentativ bekämpfen und man sollte versuchen, sie im politischen Diskurs zurückzudrängen. Du hast ja sowas von geschummelt. Ja. Das waren drei Videos. Schummelt habe ich wieder, ja. Diese Leute sind unsere politischen Gegner und da muss man ganz klar dagegen arbeiten. Und man kann nur hoffen, dass Montes, Gulos und Kuchen da noch viel härter gegen solche Leute agitieren, die unseren demokratischen Diskurs zerstören. Also verstehe mich nicht falsch. Ich finde es grundsätzlich natürlich in Anbetracht dessen, wie auch Kuchen-TV mit mir umgegangen ist, finde ich persönlich natürlich lustig, wenn der gebannt wird, ne? Also, ich spoilere euch mal, was hier am Ende passiert. Jungfeldsalat wird mich gleich bannen. Ja, so totalitär sind diese Leute. Diese Leute halten kein. Sie halten es nicht aus, wenn man ihre Ideologie kritisiert, die wirklich nichts mit Meinungsfreiheit oder freiem Diskurs zu tun hat.